und willkommen zurück zu einem neuen Daily Video. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und ich habe euch die Aufgabe gestellt, dass ihr mir Aufgaben stellen sollt. Ihr habt das nicht mitbekommen, dann folgt ihr mir nicht auf Instagram. Ich blende euch mein Instagram mal ein und dann verpasst ihr auf jeden Fall sowas nicht mehr. Also, dass ich euch auffordere, Aufgaben zu stellen, wo ihr dann aktiv mitmachen könnt bei einem Video. So mehr oder weniger aktiv. Ich habe heute auch eine Gegenkamera aufgestellt, die steht zwischen meinen Blumen da drüben, damit ihr das aus mehreren Perspektiven seht, was ich mache. Und jetzt werde ich anfangen, eure Aufgaben umzusetzen. Die erste Aufgabe ist, was ist der älteste Gegenstand aus diesem Raum? Gute Frage, ich glaube, ich weiß es. Meine älteste DVD, die ich habe, die habe ich tatsächlich mit 12 Jahren gekauft und das ist 14 Jahre her. Oh mein Gott. Die nächste Aufgabe. Was ist der erste graue Gegenstand, den du siehst? Meine Couch ist kein Gegenstand, aber die ist grau. Aber ich kann immer noch nach einem Gegenstand suchen, der grau. Ich habe einen. Meine Gießkanne, die ist grau. Das ist der erste graue Gegenstand, den ich jetzt hier gefunden habe. Nächste Aufgabe. Gehe zu deinem Fernseher, drehe dich 3 Sekunden lang. Jetzt suche einen roten Gegenstand. Okay, also beim Fernseher bin ich schon, der ist genau vor mir. Ich würde sagen, ich drehe mich jetzt 3 Sekunden lang. 1, 2, 3. Und jetzt suche einen roten Gegenstand. Da brauche ich gar nicht lange suchen, habe ich direkt auf den ersten Blick gefunden. Ein roter Gegenstand, das ist mein Feuerzeug. Was ist der Gegenstand mit den meisten Erinnerungen? Okay, Moment. Ich weiß es. Da habe ich 2 Sachen gefunden. Das erste ist dieses Bild. Auf diesem Bild bin ich mit drauf beim Mountain Rafting in Thailand. War schon recht cool. Und der zweite Gegenstand ist dieses coole Behältnis mit den, die riechen sogar immer noch, mit den Duftstäbchen drin. Das ist von Teneriffa. So, nächste Aufgabe. Was ist dein Lieblingsgegenstand aus diesem Raum? Das ist einfach. Mein Lieblingsgegenstand, mit dem rede ich gerade, das seid auch gleichzeitig ihr. Und mein zweiter Lieblingsgegenstand. Das ist mein Laptop. Mein zweiter Lieblingsgegenstand aus diesem Raum. Und meine andere Kamera natürlich. Nächste Aufgabe. Suche den ersten Blickfang, wenn man reinkommt. Also da ist noch ein bisschen mehr dazu, das kann ich leider nicht weiterlesen. Also mache ich jetzt den ersten Blickfang, wenn man hier in diesen Raum kommt. Der erste Blickfang, ich glaube, das ist ein sehr markantes Bild. Ich zeige es euch mal. Der Blickfang ist dieses Bild dort hinten und natürlich meine Fensterbretter, die voll sind mit meinen Orchideen. Und ich liebe jede einzelne davon. Schließe deine Augen, drehe dich im Kreis. Den ersten Gegenstand, den du siehst, musst du dazu holen. Drehe ich mich halt nochmal, diesmal andersrum. Oh, der erste Gegenstand, den ich sehe. Oh. Ich glaube, das ist meine Musikbox. Das war so das Erste, was ich da jetzt gesehen habe. Weiter geht's. Gehe an die Tür, 3 Schritte vor und nach links. Und dann guck, was auf dem Boden liegt. Ich bin an der Tür, ich soll 2 Schritte vorgehen. 1, 2, 3 nach links. Oh, das wird eng. 1, 2, verdammt. Und gucke, was auf dem Boden liegt. Nichts. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, ich gucke, was vor mir ist. Da ist meine Lautsprecherbox vom Fernseher und ganz viel Deko. Und das hier ist von unserem Thailand-Urlaub. Das ist ein Andenken, was wir dort bekommen haben. Drehe dich 20 Mal um eine Flasche und hebe einen kleinen Gegenstand auf. 20 Mal um eine Flasche. Okay, Flasche. 1, 2.
Das ist meine Speicherkarte, eine von meinen Speicherkarten. Die hat 16 GB und es war eine meiner ersten. Warum wollt ihr immer, dass ich mich drehe? Leute, Leute. Okay, wir sind durch mit den Aufgaben. Ich brauche mich heute nicht mehr drehen. Sowas können wir auf jeden Fall nochmal machen, dass ihr mir Aufgaben stellt. Und ich werde diese dann umsetzen. Aber dafür müsst ihr mir auf jeden Fall auf Instagram folgen. Denn dort werde ich diese Umfrage erstellen, wo ihr dann eure Antwort hinschreiben könnt. Schaut auf jeden Fall auch dort vorbei und dann verpasst ihr nichts mehr. Boah, um die Flasche drin ist so anstrengend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt doch gerne ein Däumchen nach oben und lasst einen Kommentar da. Mit ein bisschen Glück werdet ihr im nächsten Video erwähnt. Wird euer Kommentar eingeblendet. Abonnieren ist kostenlos und würde mich sehr unterstützen. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr keine Daily Vlogs mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!